Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, wie ihr schon sehen könnt, leider haben wir Gaston noch nicht die Zeit gegeben, die er braucht. Vielleicht braucht er auch nicht etwas Zeit, sondern die Gewissheit, dass wir mit jemand anderen erstmal was gemacht haben. Oder vielleicht sollten wir uns auch hier umsehen. Ich bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall werde ich jetzt heute erstmal Ich die muss Quest unbedingt mit dir reden. mit Rapunzel machen. Oh, hallo. Kann ich dich etwas fragen, Gameplayerin? Es geht um den Turm. Spuckt es schon wieder im Sand? Oh nein, so ist das nicht. Es ist nur, als wir dort das Juwel der Zeit fanden, war es das erste Mal seit Monaten, dass ich den Turm besucht habe. Und ich glaube, dass ich ihn irgendwie vermisse. Nicht, dass ich es vermisse, dort freizusitzen, festzusitzen. Ich vermisse nur, dass ich dort sein kann. Weißt du, die Sache ist die Zeitmagie hat ein ziemliches Durcheinander verursacht. Ich hatte gehofft, du könntest mir beim Reparieren helfen. Du meinst, ich soll dir beim Reparieren helfen? Ja, das hat sie gerade gefragt. Du wirkst nervös. Geht es dir gut? Oh, mir geht es gut. Ich schätze, ich habe nur darauf gewartet, dass du mich unterbrichst oder Nein sagst. M Mutter macht das oft. Du musst nie nervös sein, wenn du mich um Hilfe bittest, okay? Vielen Dank. Ich werde es mir merken. Schauen wir uns an, was zu tun ist. Okay, ja, folge mir. Wiedersehen. Die Einweihungsfeier, okay. Ja, möchte ich aktivieren. Nehmen wir das auch nochmal direkt mit, das liegt hier so blöd im Weg rum. So voll cool, locker, lässig lehnt sie. An den Dornen dran. Nun, hier sind wir. Stimmt etwas nicht? Nein, nein, es ist nur, manchmal fühlt sich der Turm wie mein erster Freund hier an und manchmal fühlt es sich wie die Vergangenheit an. Die Vergangenheit kann dich nicht verletzen. Du hast recht. Vor allem, wenn wir den Blick nach vorne richten und uns auf die wunderbare Gegenwart konzentrieren. Ich dachte, wir könnten mit einer Leiter anfangen. Wie wäre es mit einer Tür? Dann kannst du kommen und gehen, ohne zu klettern. Und Freunde können dich ganz einfach besuchen. Es sieht sogar so aus, als wäre hier eine Alte drin versteckt. Wir müssen sie nur noch in Ordnung bringen. Wirklich? Oh, ich wollte schon immer eine eigene Tür haben. Du bist natürlich süß. warum nicht größer Traum? Genau, ein Scheunentor vielleicht. Ich kann mich darum kümmern. Ich werde eine Tür haben. Mit einem Knauf und Scharnieren. Und ich kann sie öffnen, wann immer ich will. Ich muss nur ein paar Materialien sammeln, um sie zu reparieren. Ich würde sagen, Zink, Zinn und etwas Erde. Zinn? Habe ich Zinn? Ich habe keine Ahnung. Das sollte man auf der Insel leicht finden. Könntest du alles zu mir bringen, wenn du alle Materialien gefunden hast? Ich würde gerne lernen, wie man eine Tür repariert. Ich habe schon ein paar kleine Chamäleonhäuser gebaut, aber noch nie eine Tür in Menschengröße. Du hast es geschafft. Wir können es gemeinsam reparieren. Danke, Gameplayerin. Juhu, ich werde meine eigene Tür haben. Kein Thema. Erde, ja gut, wir haben jetzt so viel Erde. Da. Schauen wir mal nach, was wir noch. Oh, jetzt müssen wir aber trotzdem erstmal kurz abernten. Es tut mir Hast leid, du es mal tut mir kurz Zeit? leid. Aber die sind so selten tatsächlich reif. Och, lauf doch mal auf die andere Seite. Dass ich das ehrlich gesagt gerne jedes Mal mache, wenn ich hier vorbeikomme. Also gerne ist relativ. Das ist natürlich auch ein bisschen nervig, wenn man dann jedes Mal immer alles aberntet. Eigentlich will man was komplett anderes machen und dann steht man wieder hier und ist am Ernten. Das ist normal. Also bei mir normal. Das ist oben drin, wenn. Zweite Etage. Ich bin gerade am Überlegen. Die Frage ist, welche Erde brauchen wir jetzt? Die normale Erde, nicht die fruchtbare Erde. Okay, wie viel brauchten wir davon?
30 Stück. Dann teilen wir hier nochmal 3 auf. Zack. So, Erde, Zinn, 4 Zinn und 4 Zink. Ach, das ist Zink. Okay. Das ist Zinn? Okay. Was ist denn das jetzt? Quarz. Okay. Also, oh, jetzt fange ich ja schon wieder an. Auf jeden Fall von jedem 4. Zack, das tun wir rüber. So. Und einmal zurück zur Einweihungsfeier. Oder anders gesagt, zu Rapunzel. So, ich nehme mal an, sie ist noch zu Hause. Ja. Moment, jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Doch, da hinten ist es. Rapunzel! Wo bist du? Ach, da hinten. Oh, Hallöchen. Du bist es. Können wir reden? Nein, ich gebe dir erstmal die Sachen. Juhu. Du hast alles gefunden, was wir brauchen. Lass uns zurück zum Turm gehen und die Tür reparieren. Wir sehen uns bald. Ja, in 2 Sekunden beim Turm, würde ich sagen. Es ist tatsächlich soweit. Ich kann das kaum glauben. Dann lass uns diese Tür reparieren. Alles, was ich brauche, ist ein Wink mit meiner Sanduhr und ein paar unserer Vorräte. Das geht bestimmt ein geiles Standbild. Sie ist perfekt. Das ist die perfekteste Tür, die ich je gesehen habe. Danke, Gameplayerin. Können wir jetzt ein kleines Chamäleon ausbauen? Gern geschehen. Ich kann es kaum erwarten, sie zu benutzen. Das wird die beliebteste Tür in der Geschichte der Türen sein. Womit kann ich als nächstes helfen? Du willst mir noch mehr helfen? Freunde helfen Freunden. Das habe ich gelernt. Ich bin so froh, dass wir uns im Dschungel gefunden haben. Freundin. Und, naja, ich hatte etwas im Sinn. Wenn Mutter wütend auf mich war, hat sie mir etwas weggenommen. Ich würde gerne meine Schätze wiederfinden. Sie sagte, sie hätte sie auf der Insel verloren. Aber weil die Zeit so durcheinander ist, weiß ich nicht, wo oder wann sie jetzt sein könnten. Ich wette, ich kann sie mit meiner Sanduhr finden. Wonach soll ich suchen? Meine Bratpfanne? Sie ist aus Gusseisen und ich glaube, sie hat sie mit zur Oase genommen. Sie sagte, Selbstverteidigung mit ihr zu üben sei nicht damenhaft. Okay, Bratpfanne in der Oase. Ich hoffe, das steht gleich noch drin. Meine Wanduhr könnte bei den Docks sein. Sie sagte, ich müsse mir keine Sorgen über das Verstreichen der Zeit machen. Also Oase und Docks? Meine tragbare Laterne ist wahrscheinlich im Grasland. Ich war zu lange auf, um zu lesen. Und bin auf dumme Gedanken über Abenteuer gekommen. Also, ich habe schon wieder alles vergessen. Und mein lila Kissen sollte an der Promenade sein. Ich glaube, sie wollte es für sich selbst. Mach dir keine Sorgen, Rapunzel. Ich werde die Insel der Ewigkeit nach deinen fehlenden Schätzen durchsuchen. Dankeschön. Und wenn du das tust, werde ich den Turm fegen. Wer hätte gedacht, dass es so schwer ist, sandlos zu werden? Auf Wiedersehen und komm bald wieder, damit wir reden können. Okay, vielen Dank, dass ihr das aufgeschrieben habt. Ich wäre sonst verloren. Grasland und Promenade. Ich meine, Docks sind frei, das ist klar. Promenade haben wir. Oase muss ich aber noch frei machen. Moment, Promenade, Oase, die Docks. Was ist denn das Grasland? Achso, hier ist das Grasland. Ja, das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Docks noch frei machen. Na gut, aber dann haben wir zumindest ein Gebiet, was wir frei machen müssen fürs Nächste. So, das heißt, erstmal zur Promenade. Nein, Miki, hau ab. Ich brauche jetzt hier volle Konzentration, um dann in die falsche Richtung zu laufen. Beziehungsweise, ich habe, glaube ich, keine Verbindung. Ich muss erstmal hier runter und dann wieder hochlaufen. Achso, den Stab brauche ich ja auch noch.
Kommt ja auch noch hinzu. So, ich denke mal, dass ja, wir erstmal ein paar Mal probieren müssen, oder? Ja, das ist natürlich was anderes. Lila Kissen. Ah, sehr schön. Dann haben wir noch die Docks, die Oase und das Grasland. Das Grasland wäre dann quasi hier hoch. Wenn ich jetzt in die richtige Richtung laufe, heißt das. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es müsste hier sein. Nur dieses kleine Stückchen hier. Nee, das Grasland. Ach, Moment. Ist das beides oder ist das nur hier oben? Das ist jetzt die Frage. Wir porten erstmal da oben hin. Ich denke mal, dass das wohl das Ganze sein würde, aber ich bin mir nicht sicher. Ich sehe nichts. Okay, das war die Laterne. Dann haben wir noch die Oase und die Docks. So, da können wir hinporten. Müsste der Eingang hier sein, ne? Ist auch, glaube ich, nur dieser eine Eingang. Ich glaube, da gibt es sonst keinen mehr. 6000. Oh, dann habe ich schon wieder die Hälfte weg, Leute. Sowas könnt ihr doch nicht mit da mir bist machen. Du ja. Ja, 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 ich weiß. Das wissen wir alles. Bereich, mach das. Danke, sehr freundlich von dir. Ja, gern geschehen. Du darfst jederzeit diesen Pfad benutzen, den ich hier so königlich geebnet habe. Okay, also ich will jetzt hier nicht alles säubern, aber ich will zumindest hier diese Sandteile mitnehmen, weil sonst vergesse ich die dann nachher und dann mache ich den PC aus später und dann, ja, habe ich das auch schon wieder stehen gelassen, sage ich mal, fürs nächste Mal und das ist ja dann doch schon einiges, was man teilweise dann wieder machen kann. Dann ist es mir lieber, wenn ich das dann jetzt machen kann. Das ist aber nur dieses kleine Stückchen hier, ne? Hinten geht... Ach nee, Moment, hier unten runter geht's auch noch. Moment, da oben war aber noch was, was leuchtete. Das würde ich noch gerne mitnehmen, bevor ich das nämlich vergesse, weil ich habe es nämlich gerade schon fast vergessen. So, was haben wir da? Nein! Nein! Bitte nicht! Okay. Le Fou ist zurück. Ich habe Yen gefunden. Oh, ich will das nicht. Ich werde demnächst Synchronsprecher einstellen. Die können das dann für mich machen. Was ist das denn hier? Hallöchen! Was haben wir denn hier gefunden? Oh, und eine Hängematte haben wir auch gefunden. Da können wir auch drauf sitzen. Das wäre cool. Oh, so ein kleines Fleckchen Oase. Ist natürlich blöd, dass es mitten in der Wüste ist, aber Wasserfälle finde ich immer ganz toll. Oh, geh da hin. Komm. Nimm's dir. Ja. Nein. Ich möchte Bilder. Le Fou passt sich an Gastonia an. Ich versuche, rücksichtsvoll zu sein. Geh durch meine Kokosnüsse mit besorgniserregender Geschwindigkeit. Er geht durch seine Kokosnüsse? Ich habe es jetzt gar nicht verstanden beim Vorlesen. Ja, ihr wisst, was das heißt. Ich habe eine neue Pflanze gefunden. Wo war die denn jetzt? Ach so, hier, direkt vor meiner Nase. Oh Gott, es ist heute wieder ein bisschen chaotisch. So, die nehmen wir natürlich direkt mit in die Richtung. Müssen wir erstmal überhaupt rüberkommen. Stellen wir die denn hin? Hier haben wir noch einen Platz. Lassen wir das erstmal hier so stehen. So, was haben wir denn hier? Hallöchen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh, ich hätte beim letzten Mal vielleicht lieber mein Inventar leer machen sollen.
Paprikapulver. Und das andere waren Kaktusbeeren. Aha, sehr schön. Oh, das ist nicht so schön. Ich meine, das ist schon schön. Das ist für euch jetzt nicht so schön. Weil das heißt nämlich wieder, dass ich das auch noch mit wegmachen muss. Habe ich hier sonst noch ein Bäumchen irgendwie übersehen? Nee, oder? Da oben war jetzt, glaube ich, auch nichts. Doch! Ach, da ist noch eine. Och, mein Gott. Das ist aber gemein heute. Muss man wieder alles umstellen. Den einen... Achso, das ist der, den ich gerade in der Hand habe. Den können wir hier hinstellen. Die sind irgendwie jetzt hier ganz anders angeordnet als da. Aber egal. Ist nicht ganz so schlimm. Und das andere, das war jetzt dieses neue. So. Moment, wo bin ich denn jetzt gerade? Ich bin hier unten, ne? Ich finde mich schon gar nicht mehr wieder. So, das einmal noch raus. Das ist so blöd, dass man dann immer überall hängen bleibt. Dass man nur tatsächlich in der Gegend dann so runterziehen kann, wo man dann auch, wo man das auch freigeschaltet hat. So, Moment, jetzt bin ich hier gerade total... Genau, wir müssen suchen, das war's. Oh Gott, weiß schon gar nicht mehr, was ich hier mache. So, Bratpfanne, das sieht gut aus. Und die Wanduhr in der Nähe der Docks. Also, hier haben wir uns alles angeguckt, ne, mit der Oase. Das ist der Wasserbereich, das ist das bisschen unten und das bisschen hier oben. Das ist tatsächlich kein großer Bereich, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Aber gut, die Docks haben wir gesagt, genau. Nehmen wir dahin. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, bevor ich das vergesse, nehme ich das dann auch direkt mal mit. So. So, und dann die Docks. Das ist, denke ich mal, hier der komplette Bereich, ne? Ja, das ist der komplette Bereich. Ja, Moment, hier oben ist aber... Oder gehört das noch zu den Docks? Ich bin mir nicht sicher. Oh, halt. Das war es auf jeden Fall nicht. Na gut. Wahrscheinlich unten jetzt wieder, ne? Gucken wir mal hier unten. Da rein. Das gehört eigentlich nie mehr zu den Docks, oder? Ich weiß nicht. Mist. das geht in die Richtung... Da muss ich dann einmal komplett drüber gehen. Das wird hier unten noch ein bisschen problematisch, habe ich so das Gefühl. Weil das ja auch ein größerer Bereich ist, ne? Schauen wir mal. Normalerweise hätte ich das jetzt sonst alles rausgeschnitten. Ah. Oh. So konnte man auch gerade ein bisschen sehen, wie die Wanduhr aussah. Okay. Dann können wir jetzt mit Rapunzel sprechen. Sie ist da oben. Kommt nochmal dahin. Ach, das haben sie auf jeden Fall so verbessert, dass dann dieser Strahl bleibt. Ich wollte gerade sagen, er zeigt nur nicht mehr an, wo ich hin muss. Dass der Strahl bleibt, nachdem man geportet ist. Das war ja ganz früher gar nicht so. Sie haben endlich mal auf mich gehört. Oh, du bist es. Können wir reden? Ja, würde ich gerne, aber du redest ja nicht mit mir. Meine Schätze, du hast sie gefunden. Hm? Könntest du sie zurück in den Turm an ihren Platz bringen? Es ist Zeit für mich, die Kapybaras zu füttern. Und ich will nicht zu spät kommen. Aha. Hier ist ein Bild, das ich vom Turm gemalt habe. Es zeigt dir, wo alles hingehört. Ach, sehr schön. Okay. Ja. Auf Wiedersehen. Und ja. Komm bald wieder, damit wir reden können. Ja, ja, kein Thema. Bin ich nur gerade am Überlegen. Hier kann ich doch hoch, ne? Dann komme ich doch direkt am Turm aus, meine ich. Ja, genau. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich noch übrig? 7000. Ja gut, 6000er Bereiche könnten wir auf jeden Fall noch öffnen. Und ich glaube, wir haben auch einen 4000er noch irgendwo. Wenn mich nicht alles täuscht. So, und wie gucke ich mir jetzt das Bild an? Moment. Das sind Zutaten. Ja, toll. Ich will nicht die Zutaten wissen.
Ja, das ist eine gute Frage. Ach so, im Inventar. Ach, ich bin ja auch so doof. Wo ist denn das? Das hier, ne? So. Jetzt. So, wir haben das Kissen. Hier diese Uhr. Die Laterne. Was ist das andere? Und wo ist die Bratpfanne hin? Lustiges Sammelbild raten. Ja, aber die Bratpfanne finde ich tatsächlich nicht. Ja. Ihr seht ganz sicher mehr als ich. Ach, da an der Tür. Ah, okay. Bratpfanne an der Tür. Kissen ist klar, auf das Ding legen. Die Uhr auf den Tisch. Und ich meine, das wäre das gewesen auf den rechten. So, interagieren. Zack. Bratpfanne, Bratpfanne. Hier ungefähr. Zack. Irgendwo hier drauf. Die Uhr. Und da drauf das Kissen. So, perfekt. Jetzt müssen wir nur noch Rapunzel wiederfinden. Ich muss unbedingt mit dir reden. Ja, ich muss mit dir reden. Hallo, bleibst du mal stehen? Rapunzel, bei Fuß. Bleibst du hier? Nee, nix mal. Wow. Der Turm fühlt sich jetzt wirklich wie mein Zuhause an, Gameplayerin. Das Zuhause, das ich für mich gewählt habe. Zuhause ist, wo deine Sachen sind. Ja, es ist nicht ganz so unrecht. Wobei, wenn jemand deine Sachen gestohlen hat, dann ist es auch nicht dein Zuhause. Willkommen zu Hause, Rapunzel. Oh. Danke für alles. Oh, das ist so ein großes, gutes Gefühl. Das möchte ich mit allen teilen. Hilfst du mir, etwas Nettes für die Capybaras zu machen? Beim Kuscheln helfen? Genau, bauen wir ihnen kleine Häuser. Das ist genau das, woran ich gedacht habe. Aha. Die Capybaras sind meine Freunde. Und jetzt, nachdem ich ein Zuhause habe, möchte ich, dass sie auch eins haben. Sie werden meine Nachbarn. Die süßesten Nachbarn aller Zeiten. Wobei die Affen auch nicht schlecht sind. Genau. Ich könnte sie jeden Tag sehen. Ich habe bereits einen Plan für ein Haus entworfen und angefangen, einige der Materialien zu sammeln, die wir brauchen. Keine Materialien. Hier sind einige grüne, glasartige Blumen. Glasartige Blumen? Ach so, die. Könntest du auch Bambus, mehr Tropenholz und Spinell sammeln? Also Spinell muss ich mal gucken. Ich habe keine Ahnung, welche Farbe der hat. Aber Bambus? Das sind die, die aus dem Boden wachsen, oder? Da kriege ich die, glaube ich, her. Also die man so pflücken kann hier. Wenn du das Haus bauen und es dann in den Boden stellen könntest. Wenn du das Haus bauen und es dann in den Dschungel stellen könntest, kann ich mit dem Putzen fertig werden. Ich habe noch mehr Sand im Turm gefunden. Auf Wiedersehen und komm bald wieder, damit wir reden können. Ja. Kein Thema. Habe ich das jetzt alles bei mir im Inventar drin? Ja, gut, 5 hat sie mir gegeben. 15 brauche ich. Also der zieht das ganz offensichtlich auch aus der Box raus. Also aus den, wo das drin verstaut ist. Aber bei dem Spinell bin ich mir nicht sicher. Moment, Spinell. Ich schaue mal hier eben beim Sammeln nach. jetzt erstmal überlegen. Moment, Spinell. Wo kriegt man denn die Schuppen her? Aus der Oase. Okay. Wahrscheinlich beim Angeln, nehme ich mal an. Ach so, Moment, alle Bereiche. Das ist doch unter Sammeln, ne? Sollte es zumindest. Steht aber kein Spinell drin. Bin ich jetzt doof oder warum steht ja kein Spinell drin? Ich meine, theoretischerweise müssten doch hier auch die Sachen drinstehen. Die ich noch nicht kenne, ne? Ja, klar, die Schuppen stehen ja auch da drin. Und die Pixelscherbe. Die sieht cool aus, aber die haben wir auch noch nicht gesehen.
Dreamlight Valley? Ach, Moment, unter Edelsteine. Ich habe nicht gesehen, dass die ein eigenes haben. Ah, Moment, Moment. Edelsteine. Spinell, ja, ja. In der Promenade oder dem Hain? Okay, ich schau mal, Promenade oder Hain. Im Hain bin ich gerade, Promenade ist neben mir. Damit die Folge nicht so lange wird, werde ich jetzt hier mich mal ein bisschen umschauen. Wie viel brauchen wir denn? Einen nur. Das ist gut. Ja, die Sachen dürfen wir ja auch nicht nehmen, das ist schlecht. Werde ich mich hier mal ein bisschen umschauen. Das sieht schon rot aus. Wenn das jetzt natürlich hier drin ist, dann ist es natürlich perfekt. Baue Spinell ab. Ja, es ist perfekt, aber ich... Hey. Hä? Ich habe gerade einen Spinell abgebaut und ich habe ihn eingesammelt. Ach, ein glänzender. Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt wirklich nicht dein Ernst, oder? Also, ich muss mich hier in der Gegend mal ein bisschen umschauen, ob ich was finde mit Rot drin, was ich abbauen kann. Und wenn ich was gefunden habe... Stimmt, dieses Rätsel hatten wir auch noch hier, ne? Mit dem seltsamen Summ. Wie wär's mit deinem kleinen Plausch? Wenn ich was gefunden habe, dann schalte ich euch auf jeden Fall sofort wieder hinzu. Ich lasse das dann nebenbei laufen. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt was finde. Bis gleich. Ja, und da habe ich... Oh, ich konnte es nicht mal einsammeln. Schade, schade, schade. Aber da habe ich auf jeden Fall die Sachen gefunden, die ich brauchte. Und das war jetzt wirklich Zufall, weil ich habe nämlich jetzt mal in eins geguckt, wo kein Rot drin war. Und trotzdem waren die da drin. Achso, baue tropisches Zuhause des Begleiters. Moment, dazu muss ich erstmal wieder dahin, wo ich überhaupt was bauen kann. Nehme ich erstmal nach Hause. So, das Problem ist, dass wir jetzt natürlich sehr viel, beziehungsweise sehr wenig Platz haben. Den glänzenden können wir hier schon mal wegtun, das können wir schon mal wegtun. Und das. Ja, ich hoffe, das reicht jetzt erstmal. Tropisches Zuhause des Begleiters. Sollte eigentlich... Ah ja, da ist es doch. Ich wollte gerade sagen, sollte doch eigentlich ganz oben stehen. Es ist übrigens das, was wir auch schon eine Weile selber machen konnten, wo ich aber am Anfang überhaupt nichts für hatte. Platziere irgendwo im Dschungel. Okay. Ah, das zeigen sie sogar an. Sehr schön. Wo haben wir denn... Schade, dass man keine Markierung machen kann. Jetzt kriege ich schon einen Schluck auf. Wir sind jetzt hier. Der Turm ist da. Dann mache ich das natürlich irgendwo in der Nähe vom Turm. Wäre natürlich am besten. Jetzt laufen sie alle hier bei Rapunzel rum. Wo mache ich das denn am besten? Ja, das ist schön, dass du mit mir sprechen musst. Aber ich muss erstmal eben... Oh, das ist aber ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Ich muss erstmal eben eine Aufgabe hier erledigen. Wieso kann ich das? Ich kann es nur so drehen. Oh, nein, das war zu viel. Ja, ich weiß nicht. Machen wir es mal direkt daneben. Vielleicht ist das doof. Vielleicht steht das jetzt im Weg oder so. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Rapunzel, da bist du. Lass dein Haar fallen, sodass ich dich finden kann. Aber nicht komplett, weil sonst erkenne ich dich nicht mehr. Oh, du bist es. Können wir reden? Die Kapybaras sehen so glücklich aus mit ihrem neuen Zuhause. Mm. Vielen Dank für all deine Hilfe, Gameplayerin. Von den Kapybaras und mir. Hast du uns wirklich geholfen, unsere Häuser zu einem Zuhause zu machen? Das ist unglaublich. Ja. Vielen Dank dafür. Gaston ist immer noch nicht so weit. Mal schauen. Oh nee, das war die falsche Taste. ja gut, dafür brauchen wir, finde, die zwei Juwelen der funkelnden Dünen. Das heißt, wenn das abgeschlossen ist, können wir das machen, so wie es aussieht. Und ich kann mir dann aber Rapunzel schnappen und heute noch ein bisschen leveln. Das ist gut, dann können wir nicht da auch nochmal weitermachen.
Was ist mit Eve? Eve müssten wir auch leveln. Das heißt, ihr werden wir dann auch noch was geben, was ihr haben möchte. Fortschritte mit Sally. Das ist, vermute ich mal, im Schloss. Denke ich zumindest. Ich weiß es nicht, werden wir dann noch sehen. Da müssten wir dann mal gucken, dass wir das dann auf jeden Fall machen, nachdem wir hier fertig sind. Das ist dann auch mit Sally, das ist okay. Also wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen auf diese beiden hier konzentrieren, weil die auch hier in diesem Gebiet wirklich sind. Und Kraft der Blumen. Ja, das sind halt so Sachen. Etwas klopft an die Tür. Da habe ich fleißig eure Kommentare gelesen. Vielen Dank für den Hinweis übrigens. Ich lese mir alles durch, ich antworte allerdings nicht auf alles, weil ich da nicht immer so die Zeit für habe, aber ich lese mir alles durch und verteile auch regelmäßig Herzchen, wenn ich daran denke und das System es mir erlaubt. Manchmal habe ich mich auch Herzchen gegeben und dann waren sie plötzlich wieder weg, nachdem ich dann das Fenster verlassen hatte und wieder reingegangen bin. Das ist irgendwie ganz komisch, gerade bei YouTube. Das werden wir ein bisschen später machen, weil das wiederum was Neues freischaltet. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich weiß, wie der aussieht, aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Das ist diese Gruselgestalt. Nee, ich komme gerade echt nicht auf den Namen. Ich weiß es nicht. Von Beetlejuice war der nicht, oder? Beetlejuice war ein anderer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, den machen wir später. Deswegen hat der wahrscheinlich... Warum steht da eigentlich aktive? Ach so, weil wir es schon gesammelt haben aus Versehen. Ah ja, ich verstehe. Goofy ist von all den neuen Fischen begeistert. Red mit Goofy. Das wollen wir auf jeden Fall dann auch noch machen. Da kriegen wir 250 für und einen Garten in der Wüste kriegen wir 250 für. Wobei hier wollen wir auch 250 kriegen. Ich weiß nicht, was das hier ist. Das müssten wir dann mal... Kriegen wir das... Nee, hier kriegen wir was anderes. Teilbesuche kriegen wir gar nichts. Also das ist das für mich Sinnloseste, was ich jetzt aktuell machen kann, ehrlich gesagt. Ja, dann würde ich sagen, wir machen tatsächlich, weil ich davon ausgehe, dass der Gaston jetzt eh noch nicht so weit ist beim nächsten Mal. Dann machen wir als nächstes erstmal einen Garten in der Wüste. Wenn das nicht so lange dauern sollte, dann hängen wir noch die andere Quest mit Goofy ran. Und ja, jetzt haben wir wieder eine riesig lange Folge. Ich habe euch wieder zugequatscht ohne Ende. Und ich sage dann einfach mal danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge, wenn wir dann mit Dagobert Duck erstmal weitermachen. Und zwischendurch gucke ich dann, dass ich Rapunzel auch noch ein bisschen level. Dann kommt die danach auch nochmal. Aber ich werde jetzt direkt danach die nächste Folge aufnehmen. Deswegen, ja, kann ich Rapunzel gerade noch nicht leveln. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.